Wir alle haben einen Lieblingscharakter, der wir gerne sein würden. Aber bei manchen ist der Wunsch so groß, dass sie diesen in ihre eigene Hand nehmen und sich durch Operationen komplett verändern. Heute mit 6 erstaunlichen Menschen, die aussehen wie Disney-Figuren. Los geht's! Nummer 6, Pixie Fox. Mit der lebenslangen Bewunderung von den schmalen Taillen und Kurven der Cartoon-Figuren und Disney-Charakteren hat Pixie Fox sich letztendlich dazu entschieden, ihren Körper nach dem Vorbild eines Disney-Charakters umzuformieren. Ihre originale Inspiration war Tinkerbell, aber nach der Entfernung von 6 Rippen und Ausgaben in Höhe von $120.000 in die Plastikchirurgie sah sie sich mehr wie eine Jessica Rabbit. Sie trägt 24 Stunden am Tag ein Korsett und hat eine 16 Zoll Taille. Wow, einfach krank. Nummer 5, Andressa Damiani. Der brasilianische YouTube-Star Andressa Damiani sieht aus wie eine lebende Barbie-Puppe, obwohl sie dazu sagt, dass sie sich noch nie unters Messer für ihr Aussehen gelegt hat. Die Frau mit den blauen Augen und einem mageren Aussehen meint auch noch, sie macht keine Diät und zeigt den Menschen, wie man ihr Look nur durch farbige Kontaktlinsen und Augen-Make-up bekommt. Das Mädchen wird auf der Straße oft mit Puppen oder Frozens Elsa verglichen. Gewisse Ähnlichkeiten bestehen darin. Nummer 4, Alina Kowalewskaja. Alina Kowalewskaja ist durch ihr Aussehen die ukrainische Barbie-Puppe mit Rehaugen, einer kleinen Nase und meterlangen Haaren. Sie sagt auch, dass sie noch nie etwas mit der Plastikchirurgie zu tun hatte. Aber das Internet hat da seine Zweifel. Sie meint, die Transformation entsteht, wenn sie sich ihre spezielle Kontaktlinsen ins Auge einführt, was ihre Augen schließlich groß und sie als Person puppenähnlich macht. Naja, ob es wirklich geht, was denkt ihr? Nummer 3, Rabbit verfehlt. Es sieht so aus, als hätte die Frau versucht, ihr Aussehen an Jessica Rabbit anzupassen. Aber sie hat hier ganz klar mit den plastischen Operationen übertrieben. Ihre Lippen sind extrem mollig und ihr gesamtes Gesicht sieht ziemlich geschwollen aus. Ihr orangenes rotes Haar und ihre großen Brüste passen zum Idol, während sie bei ihrem hoch angesetzten Augenbrauen und fülligen Lippen ihr Vorbild voll verfehlt hat. Nummer 2, Anastasia Spagina. Anastasia Spagina sieht aus wie eine Figur aus einem Anime-Film. Das ukrainische 19-jährige Mädchen sorgte damit auch für weltweites Aufsehen. Aber was du hier siehst, ist nicht alles natürlich. Sie hatte schon einige Plastikchirurgie-Operationen und trägt jedes Mal eine ziemlich dicke Schicht Make-up, um wie die perfekte lebende Puppe auszusehen. Sie hat auch extra ihr Gewicht auf 38 Kilo reduziert, um wie ein dünner Anime-Charakter auszuschauen. Aber sie möchte noch mehr. Sie will und liebt es, die Form ihrer Nase zu verändern. Zudem hat sie vor, ihre Augen größer und ihre Taille kleiner zu machen. Nummer 1, Justin Jedlicka. Mit dem Alter von 17 Jahren war Justin Jedlicka ziemlich unzufrieden mit seinem Aussehen und ein Jahr später begannen seine Erfahrungen mit der plastischen Chirurgie. Er hat sich bis jetzt 190 Mal wegen kosmetischen Gründen unters Messer gelegt und ist bekannt als die menschliche Ken-Puppe. Um sein Aussehen zu bekommen, hatte er 5-mal eine Veränderung an der Nase, ein Hinternimplantat, Wangenveränderungen, Bizeps- und Trizepsimplantate und 100 andere Veränderungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und teilt das Video mit euren Freunden, Link dazu in der Beschreibung und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal, bye!